In meinem letzten Video ging es unter anderem darum, dass es sinnvoll sein kann, bestimmte Begriffe für sich selbst zu klären. Also mal zu hinterfragen, welche Bedeutung wir einzelnen Begriffen geben. Und in den Kommentaren hat jemand da gefragt, wie ich denn die Begriffe Ego und Egoismus verwende oder wie ich die definieren würde und ob Egoismus nicht auch was Gutes sein kann. Den ersten Teil der Frage will ich hier mal außen vor klammern, das mache ich separat, nämlich was ist das Ego? Das Ego hängt aus meiner Sicht nicht unbedingt mit Egoismus zusammen und deswegen will ich mich hier mal in diesem Video hauptsächlich auf die Frage konzentrieren oder auf den Teil der Frage konzentrieren, was ist Egoismus oder wie verwende ich den Begriff Egoismus und ob das positiv ist oder ob das positiv sein kann. Ich verwende den Begriff Egoismus hauptsächlich so, dass er für mich Handeln im Eigeninteresse bedeutet. Das heißt, wenn ich egoistisch handle, verfolge ich meine eigenen Ziele. Und nach dieser Definition ist Egoismus für mich nicht unbedingt etwas Schlechtes. Das heißt, aus meiner Sicht gibt es einen ethisch korrekten Egoismus oder einen gesunden Egoismus. Nämlich dann, wenn ich meine eigenen Interessen verfolge und die auch im Blick habe und gleichzeitig auch die Belange von den anderen Menschen im Blick behalte und nicht mein Eigeninteresse als den einzig gültigen Maßstab meines Denkens und Handelns zu sehen. Das heißt, wenn der Egoismus sozusagen durch eigene Werte und durch ethisch-moralische Maßstäbe geankert ist, so könnte man sagen, dann kann ein egoistisches Handeln durchaus sinnvoll sein. Das heißt, man sollte immer den altruistischen Aspekt, also den selbstlosen Aspekt, auch immer mit im Auge behalten. Sich also selbst fragen, okay, handle ich hier tatsächlich nur egoistisch und zwar ohne Rücksicht auf Verluste und ohne zu bedenken, wie das für mein Umfeld ist und wie das für andere Menschen ist. Oder, wie man es aus meiner Sicht machen sollte, sich selbst zu fragen, okay, was ist hier die egoistische Komponente bei der Sache und ist das gut und ist das in Einklang zu bringen mit dem, was ich selbst für richtig und gut halte und ist das auch in Ordnung welche Auswirkungen hat das auf andere Menschen und welche Auswirkungen hat das zum Beispiel auf die Umwelt? Hiervon gibt es natürlich Abweichungen, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Und manche davon sind ganz schön extrem. Also so gibt es auf jeden Fall Leute, die keine Rücksicht auf andere Menschen nehmen und auch keine Rücksicht auf den Rest der Welt nehmen und die wirklich nur ihre eigenen Interessen verfolgen und ohne Rücksicht auf Verluste. Und das ist natürlich nicht gesund. Das ist nicht gesund für andere Menschen, das ist auch nicht gesund für die selbst, denn das führt zu keinem glücklichen und zufriedenen Leben. Gleichzeitig gibt es auch Leute, die ins andere Extrem verfallen und sich selbst vollkommen aufopfern, einer Sache oder einer anderen Person. Manchmal sogar gegen die eigenen inneren Überzeugungen. Das halte ich auch nicht für gesund. Das heißt, wenn man sich selbst überhaupt nicht fragt, was ist denn für mich gut und was tut mir denn gut und was ist denn in meinem eigenen Interesse und was ist denn im Interesse, des großen Ganzen, wenn man das aus den Augen verliert, ist das auch keine gesunde Sache, wie ich finde. Wichtig an der Sache ist mir, ich bin nicht der Meinung, dass wenn jeder nach seinen eigenen Interessen handelt und das konsequent so macht, dass das schon irgendwie auf magische Weise zum Gedeihen der Gesellschaft führen wird. Denn diese Gedanken gibt es durchaus. Zum Beispiel es gibt ökonomische Ansichten, die in diese Richtung gehen, dass sich Märkte selbst dadurch regulieren, dass jeder seine eigenen Interessen verfolgt. Und der Meinung bin ich nicht. Also ich halte es schon für sinnvoll, auch selbstlos zu handeln. Also nicht im Sinne von, wenn jeder an sich selbst denkt, ist an alle gedacht. Ja, da ist natürlich in gewisser Hinsicht was dran, aber auch nur bis zu bestimmten Grenzen. Es gilt insbesondere so im zwischenmenschlichen Miteinander. Auf Märkten mag das noch, in Grenzen mag da noch was dran sein, aber so im normalen täglichen Leben halte ich das nicht für sinnvoll, dass jeder also nur seine eigenen Interessen verfolgt und dabei keine Rücksicht auf andere nimmt. Nun kann man natürlich argumentieren, dass jedes Handeln in gewisser Hinsicht egoistisch ist. Also, da gibt es in der Psychologie so das theoretische Modell, dass man sagt, alles Handeln, was ich mache, auch eigentlich selbstloses Handeln, ist irgendwie egoistisch, denn damit verfolge ich in gewisser Hinsicht eigene Ziele. Selbst wenn ich mein ganzes Geld verschenke und wohltätigen Zwecken spende und mein Leben nur noch damit verbringe, anderen zu helfen,
dann ist das trotzdem irgendwie egoistisch von mir, weil ich das ja mache, um ein reines Gewissen zu haben. Oder vielleicht sogar, damit ich in den Augen der anderen etwas gelte und als ein guter Mensch angesehen werde. Und ja, und dann ist ja in gewisser Hinsicht alles Handeln, so selbstlos es auch erscheinen mag, egoistisch. Und ich finde, da ist was dran. Ja? Also ist nicht von der Hand zu weisen. In gewisser Hinsicht ist da was dran, wie ich finde. Gleichzeitig ist es aber, wie ich finde, auch nicht so schlimm. Denn die Handlungen eines Menschen zählen halt sehr viel. Das heißt, wenn jemand gut handelt und sein Geld zum Beispiel wohltätigen Zwecken spendet, ist das erstmal eine gute Sache. Natürlich wird es noch besser dadurch, wenn der das nicht nur macht, um in der Presse gut dazustehen, sondern wenn er das wirklich macht, weil er den Menschen helfen will. Das heißt, die Intentionen sind schon nicht vollkommen unwichtig dabei, bei der ganzen Sache. Ja? Mit welcher Absicht jemand altruistisch handelt und selbstlos handelt, das ist nicht vollkommen unwichtig. Unabhängig davon kann man Egoismus natürlich auch noch komplett anders definieren, nämlich als wirkliche Ich-Bezogenheit und als Selbstsucht, dass man sozusagen ja, sich selbst für absolut großartig und für den einzigen wichtigen Menschen auf dem Planeten hält. Dann, so glaube ich zumindest, kann da nichts Gutes dran sein. Das ist nicht gesund. Das ist für einen selbst nicht gesund und daraus folgen auch Handlungen, die für alle anderen nicht gesund sind und nicht gut sind. Ja, also so verwende ich den Begriff Egoismus jedoch nicht. Für mich ist es tatsächlich ein Handeln im Eigeninteresse. Und ich hoffe, es ist deutlich geworden, wenn man dieses Handeln im Eigeninteresse auch immer mit vermischt oder ja, dabei einfach mit berücksichtigt, was denn die Handlungen auch bedeuten und dass diese Handlungen nicht zu Leid bei anderen Menschen führen oder bei der Umwelt führt, dann ist das was Positives. Man kann also aus meiner Sicht durchaus gut und gesund egoistisch handeln, wenn man diese Dinge im Blick behält und sich entsprechend verhält. Zusammenfassend könnte man sagen, dass gesunder Egoismus also bedeutet, das Richtige zu tun. Und zwar das Richtige für andere und auch für sie selbst. Also ihre eigenen Interessen zu verfolgen und dabei die Interessen der anderen Menschen nicht aus dem Blick zu verlieren. So zu leben, dass sie nichts bereuen müssen und sich hinterher nichts vorzuwerfen zu haben und ja, sich selbst und seinen eigenen Werten treu zu bleiben.